bis nur ein Flugzeug. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich bin's, euer History Belcher. Ich bin aber heute nicht alleine. Heute ist auch Zimti dabei. Hallo. Wir spielen War Thunder. Er ist aber noch im Eingefecht und ich fahre, hab ja eigentlich wollte ich ja seit gestern mit den chinesischen Fahrzeugen und Flugzeugen fahren und fliegen. Deswegen sind wir heute bei den Chinesen und deswegen auch noch in der niedrigsten Stufe. Mark ist nämlich bei so einigen Stufen höher. Warte mal, was war nochmal Avenger für eine Stufe? Ich gucke gerade mal. 4-7. Ja, das ist Reserve und 4-7. Da Nein. hatten wir doch so vor kurzem sowas ähnliches gehabt mit den Kai, ne? Ja. Und ich stelle mir gerade die Frage, warum zum Fick habe ich ein Centurion MK1 vor mir? MK1, warte, ich gucke mal. Ja, der ist doch, keine Ahnung, 5-3 oder 5-7 oder irgendwas. Der ist 5-7, genau. Also eigentlich dürftest du ihn nicht begegnen. Weil höchstens bei dir mit 4-7, Entschuldigung, ist höchstens bei 5-0. Ja. Dass du da, aber es kann auch sein, dass der Besitzer mit einem viel niedrigeren Fahrzeug reingekommen ist, selbst mit einem 4-7er oder 4-0er, und dann auch noch den Centurion Mark 1 dabei hat. Egal, drauf geschissen. Kannst du mich einladen, wenn ich dran bist. Ich bin noch nicht im Gefecht drin. Zum Traucher da. Den Staffel einladen. Aber wie gesagt, Chinesen, alles noch auf Reserve gesetzt. So kriegt man auch ganz gut Geld, habe ich mitbekommen. In letzter Zeit wieder. Benennen. Ich spare ja für die Helikopter. Kann ich mir übrigens holen. Ja, ich weiß. Angeber. Ja. Mag ich niemand. Ihr geht, geh weg. Dich mag niemand. Ha. Komischer Google-Hopf. Tetrapack. Ja. Tetrapackung. Wenn, fliegen. Ja. Fliegen. Willst du fliegen? Ja, klar, ich hab's doch vorhin gar nicht geschafft zu fliegen. Nö. Deck für? Nö. Nö. Kurz warten. Ja, klar. Brrr, bam, 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 da. Boah, ich fühle mich so ausgelaugt. Dabei hast du noch nicht mal was gemacht. Das ist noch von gestern. Ah. Also einmal schon 19 vor, Kilometer, ja. Das andere auch nochmal 19 Kilometer, das macht 38 Kilometer. Bist ja auch ein bisschen bekloppt, da. War mal eine einzige Möglichkeit. Wie gesagt, Fahrrad war, ist noch kaputt, kein Geld, leider kein Geld für ein Busticket. Und mein Vater war auf einer Abschiedsfeier seines Chefs. Da würde ich auch gerne. Jo. So, ready to go. Ready to fly. So, liebe Zuschauer, wir beide sind endlich mal reingekommen. Ich glaube, dafür müsste ich Marc danken. Weil vorhin bei der vorigen Aufnahme habe ich es auch probiert und ich bin nach knappen 3 Minuten immer noch nicht im Kampf erschienen. Oder. Aha. Deswegen muss ich da ein bisschen dem Marc danken. Wir sind hier bei Stalingrad. Also bloß keine Witze erzählen, die werden euch geklaut. Scheiße, aber auch, dass wir Polen sind. Ja, du. Eine Sadomaso 79. Was? Wo? Irgendwo. Ich habe nicht die richtige Musik für Doppeldecker. Die fehlt mir noch von Sabaton. The Red Baron. Das Lied ist, finde ich, passend, wenn man mit Doppeldecker fliegt. Wolltest du dich verschlagen? Mich.
Ich bin unten am Rumcruisen. Achso, ich bin hier auf der Seite. Ha, kritischer Treffer. Japaner, du bist viel zu schnell. Und kein Doppeldecker. Ja, da bist du. Wolltest du mir jetzt meinen Abschuss hier klauen? Nein, ich wollte nur drauf. Ne, den verfolge ich nicht weiter, weil der zieht mich zu sehr in die feindliche Linie rein. Ah, komm da raus, du bist umzingelt. I know, ich habe es gesehen. Deswegen gehe ich jetzt auch erstmal auf die Fahrzeuge. Ach, ist die Landschaft schön. Oh ja, ich bin aber abgestürzt. Aha, ich war nicht. Abgeschossen worden. Von einem Russen. Ah. Was darf sein? Das wäre jetzt unfair. Nein, ist es nicht. Nein. Au! Ich wurde abgeschossen. Jo, ich auch schon. Ey, von dem wurde ich auch abgeschossen. Aha. Der erinnert mich irgendwie an den Hoden. Komischer Hoden. Oh Mann, ey. Das verfolgt uns für immer. Das verfolgt uns für immer. Definitiv. Gut, wenn man auch sich ständig daran erinnert, wie ich. Machen wir jetzt die Hölle heiß. Ja, den machen wir sowas von die Hölle heiß. Ha, du hast keine Bomben. Cool, nein, haben wir keine da ist. Noch nicht. Die kommen noch bei dem hier. Ich dachte, flog. Nein. Der ist aber am Trudeln. Nein, jetzt nicht mehr. Ich trudel auch unten irgendwo rum. Ja, du bist. Der ist jetzt abgeschossen. Ja, unten down. Komplett? Aus dem Spiel? Yep. Ja, ich hab nur zwei Flugzeuge. Okay, ich dachte, du wärst jetzt komplett raus. Hab das jetzt auch bei mir mit dem Panzer eingestellt, mit dem Bodenfreiheit etc. etc., was man da machen kann. Bei einigen Fahrzeugen kannst du ja dich kleiner machen, dein Panzer nach links verlegen lassen quasi. Habe ich jetzt eingestellt. Das ist sehr gut. Zwar habe ich bis jetzt noch kein Panzer, der das kann, aber wird noch. Ja, auf jeden Fall. Zumindest bei den modernen japanischen. Beinahe mit einem anderen Teammate zusammen gecrashed. Jetzt mit Teammates zusammen gecrashed, die. Das mit Ansage. Gut, unsere beider Schuld, ganz klar. Ich hab jetzt überhaupt keinen Flieger mehr. Okay, das war gut. Das mit Ansage, Klatsch. Oh, und das hat noch richtig Klatsch gemacht. Bist du noch im Gefecht drin? Nee, ich brauch's. Okay, komm ich jetzt auch in der Garage. Wir haben sowieso gewonnen, das haben wir gewonnen. Na gut. Eieiei. Machen wir noch so lange, bis das Gefecht vorbei ist, aber allzu lange sollte es ja auch nicht mehr dauern. Ja, war auch mein Fehler, meine Schuld. Ich habe das ein bisschen zu sehr überschätzt. Und der war einfach auf das Ziel fokussiert. Wenig. Das verfolgt mich auch erstmal für eine Zeit lang. Das war echt gut jetzt. Das schoss wortwörtlich den Vogel ab. Ja. Aber wortwörtlich.
Ach, gewonnen, sag ich doch. Jo, dann danke ich fürs Zuschauen und mag ich danke dir auch wieder recht herzlich fürs Mitmachen. Jo, passiert. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Dienstag. Ich mache jetzt, fahre jetzt noch ein bisschen War Thunder und mache dann noch Total War Shogun 2 Aufnahmen. Ich hoffe, wir sehen uns dann dort. Ich hoffe, ihr schaltet da auch ein. Weil ich hoffe, ihr wollt etwas über Geschichte lernen. Japanische Geschichte. Wichtiger Aspekt in der Menschheitsgeschichte. Und wenn ihr es macht, sehen wir uns dann dort auch. Und dann sagen wir auch Tschüss. Auf Wiedersehen, sehen.